Hier kommen wir nirgendwo durch. Einmal hier schnurstracks durch. Könnte das unser Wald sein? Aber hier sind wir doch schon mal gewesen. Also irgendwie renne ich hier total falsch. Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen doch hier in der richtigen Richtung sein. Aber schaut euch das Ganze an. Hier ist wieder nur Wasser. Das kann doch irgendwo... Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Wollte ich gar nicht machen. Na gut, dann haben wir einfach mal einen gemacht. Aber das kann doch nicht... Das kann doch nicht irgendwie nicht richtig sein. Wir sind doch hier von dieser Richtung gekommen. Dort hinten hat man ja auch schon unsere Fackeln gesehen, die wir dort gesetzt haben. Aber hier ist wieder offenes Meer. Und das ist das, was wir vorhin auch schon mal oder letztes Mal auch falsch gemacht haben. Dass wir einfach hier immer weitergefahren sind. Das war ja falsch. Das kann doch nicht wahr sein. Dort hinten waren doch schon unsere Fackeln. Die Karte. Da ist unser Haus und dann sind wir da so runter zum Wasser, ja. Aber da stimmt doch was nicht. Wir sind doch da schon gewesen. Da waren ja auch schon Fackeln von uns. Das war ja auch schon das mir bekannte Gebirge, wo wir waren. Also irgendwie kann das nicht sein. Also irgendwas übersehen wir hier total. Irgendwas übersehen wir hier auf jeden Fall ganz und gar. Hier sind Kürbisse. Wir können ja mal ein paar Kürbisse mitnehmen. Nehmen wir mal eine Axt mit. Vielleicht können wir die ja mal später irgendwann gebrauchen. Ich weiß es noch nicht. Aber dann haben wir sie schon mal. Aber hier ist jetzt Dschungel. Aber ganz ehrlich, das kann doch irgendwo... Also irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Wo sind wir denn da lang gelaufen? Also irgendwie sind wir hier total falsch. Aber das war schon mir bekanntes Gebirge. Wir können nicht mehr weit weg sein. Oh, es wird schon wieder Nacht. Es wird schon wieder Nacht, dann sehen wir hier... Aber was könnte uns vielleicht auch mal was bringen? Wir werden gleich... Ich gehe jetzt mal einfach hier irgendwo aufs Gras dort hinten. Wäre es eigentlich eine... bessere Idee. Geh mal kurz hier hoch. Dann baue ich mich einfach mal nach oben. Denn wenn es ja Nacht ist, können wir unsere gesetzten Fackel noch besser erkennen. Ich hoffe, wir sind jetzt hier. Ich baue mich mal einfach irgendwie hoch. Am besten hier so in der Nähe noch von der Sonne. Dann einfach mal hier hochbauen. Und wir haben kein Essen mehr. Oh. So, dann bauen wir uns einfach mal hoch. Ich kann noch nichts erkennen. Noch sieht man nichts. Ist wahrscheinlich lebensgefährlich, was wir jetzt hier machen. Aber hier ist weit und breit nichts zu sehen. Schauen, ob ich noch irgendwie höher komme. Ich habe hier noch Holz. Muss jetzt so hoch kommen, wie es nur geht. Weil hier kann irgendetwas nicht ganz stimmen. Nein. Wir verlieben Leben. Ja, ich esse ja schon. Ich esse ja schon. Ich esse ja schon. Und weiter nach oben. Wir sind jetzt so weit hoch, wie wir nur kommen. Das... So, dort hinten ist Lava anscheinend. Und jetzt versuche ich mal die Sichtweite noch ein bisschen zu erhöhen. Ich weiß, ich mache das total ungerne, aber ich muss hier was erkennen können. So, jetzt baut es sich langsam auf.
dauert natürlich jetzt ein klein wenig, aber wir warten so lange mal, weil ich will jetzt langsam mal wissen, wo wir hier hin müssen. Das kann doch lange nicht mehr wahr sein. Kommt nichts mehr. Ja, es baut sich noch langsam was auf, aber... Na, dort hinten die Bäume auch. Aber zu langsam, da erkenne ich auch nichts. Dann nehmen wir mal wieder Fahr. Fertig, zurück zum Spiel. Ah, jetzt sind wir natürlich hier oben. Und dann baut es sich noch schwieriger wieder auf. Ach, das ist doch irgendwie merkwürdig. Das kann doch irgendwie alles vorne und hinten nicht stimmen. Also irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Wo sind wir denn dort lang gelaufen? Was haben wir denn jetzt hier verpasst? Oder wo sind wir falsch? Oder... Ansonsten bliebe uns noch die Möglichkeit, wie gesagt, weiter Richtung Spawnpunkt jetzt. Und dann einfach mal an der kleinen Wasserstelle, kurz bevor wir dann ins Boot müssen, um Richtung... Ach, jetzt sind hier unten die Zombies und Endermans. Ah, nein. Den will ich jetzt nicht begegnen. Nein, du siehst mich nicht. Ach, weg. Du siehst mich nicht. Oh, da ist ein Skelett. Du siehst mich ebenfalls nicht. Ach, hier ist Lava. Ich dachte, hier wäre mal ein Eingang gewesen, wo wir mal zur Höhle gegangen sind. Dort hinten ist es auch hell. Schwierigkeitsstufe einfach und guckt euch mal an, wie viele Skelette dort hinten sind. Nein. Komm her. So, schnell weiter. Das ist doch... Mein Haus ist wieder da. Ich habe unser Haus wieder gefunden. Wir haben unser Haus wieder gefunden. Wir sind ja ganz knapp dran vorbei. Das gibt's ja gar nicht. Guckt einfach, wir sind da hinten so lang. Deswegen haben wir das verpasst. Ja gar nicht. Da ist ein Creeper und schnell nach Hause. Wir sind endlich zu Hause, aber da sind auch Monster. Hier sind auch Monster und zwar ein Skelett. Na komm, hier. Komm. Nein, du explodierst nicht. Oh nein. Ach du Schande, was machen wir denn jetzt? Machen. Das gibt's ja gar nicht. Ich verbarrikadiere mir hier alles. Nein. Nein, du nicht. Auch noch. Komm her. Ach du Schande. Jetzt sieht das ja hier richtig widerlich aus. Fackel setzen. Erstmal alles wieder. Hier sind auch keine Fackeln mehr. Hier waren auch mal Fackeln. Oder nicht? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. So, was lebt denn jetzt hier noch und was nicht? Erde, wir brauchen Erde. So, machen wir das mal ganz provisorisch. Ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Gut, wir haben jetzt Erde. Dann nehmen wir das mal jetzt erstmal hier alles so zu. Die Fackel kommt wieder mit. Setzen wir mal kurz hier eine Fackel. Oh, das ist ja eine gute Begrüßung, die wir hier haben. Endlich wieder zu Hause und dann werden wir hier erstmal gleich... zum Explodieren gebracht. Das ist doch nicht normal. Das mal hier unten würde ich es auch mal gerne wieder ausbauen, so. Aber wir können es auch einfach mal so zumachen. Das geht auch. Na, das ist jetzt auch mal ein ganz schöner Eingang. Ach Gottchen. So, wir müssen mal kurz gucken, wie habe ich das denn jetzt gebaut gehabt? Das ist Fichtenholz. Wir brauchen Eichenholz. So, dann machen wir das mal wieder so zu. Ne, das ist ja Erde jetzt wieder. Wir brauchen aber Holz. So, machen wir das mal so. Ich muss mal kurz schauen, wie habe ich das jetzt gebaut gehabt. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3 Blöcke. 1, 2, 3 Blöcke. Das hat er aber vorher gebaut. Aber was ich jetzt auch machen kann, ist...
dass wir uns zwei kleine Eingänge machen. Das heißt, wir machen das nämlich mal so. Wir gehen mal kurz eben rein. Sieht ja widerlich aus hier. Alles gesprengt an die Werkbank. Oh, hier höre ich einen Zombie. Aber gut. So, wo ist meine Werkbank? Die ist dort vorne. Machen wir uns mal kurz... Wir können uns auch gleich zwei kleine Türen machen. Das ist immer gerade die Idee. So, eine Tür. Wir brauchen aber noch eine. Zweite Tür. Holz. Das Holz nehmen wir gleich mit. Dann können wir uns nämlich jetzt auch hier eine Tür machen. Und dort eine Tür machen. Nee, nicht da. Sondern hier vorne. Was sieht irgendwie komisch aus. So, das ist ein Skelett. Ich muss mal schlafen gehen. Erstmal müssen wir schlafen, auf jeden Fall. Na, mein Holz. Ach, es sind zu viele Monster in der Nähe. Das dachte ich mir. So, setzen wir mal kurz hier Fackeln. Es sind zu viele Monster in der Nähe. Na, wo seid ihr denn? Dann kommt doch her, wenn ihr Krieg wollt. Kann ich jetzt vielleicht schlafen? Die sind wahrscheinlich über mir, das ist das Problem. Ja, aber da oben komme ich jetzt nicht hin, das habe ich zugebaut, extra. Extra wegen solchen Vorfällen, ich muss mal was essen. So, wo haben wir denn hier irgendwo noch sinnvolles Fleisch oder so? Da sind noch drei Äpfel. Aber es wird wieder hell langsam. Umso besser. So, dann machen wir das mal. Holz, haben wir noch Fleisch jetzt irgendwo? Das sind Feuersteine. Hä? Die scheint irgendwo oben zu sein. Ich höre sie regeln. Oh, da ist noch Eisen drin. Können wir übrigens gleich weiteres Eisen schmelzen, was wir noch gefunden hatten. Aber wir haben kein Essen mehr hier sonst. Außer verrottetes Fleisch. Und hier sind nur noch Werkzeuge drin. Da kommt hier nochmal Eisen rein. Finde ich mit den zwei Türen aber eigentlich gar nicht schlecht. Aber erstmal müssen wir hier... Können wir das eine mal wegmachen. Denn dort soll ja auch noch Holz rein. Wieder Holz rein. So, dann tauschen wir das Holz einfach mal mit dem Holz. Und dann kommt das nämlich dort vorne rein. Erstmal stapeln wir hier die Erde hoch. So, und dann kommt das Holz da rein. Und hier... Na, hier ist es schon okay. Dann kommt das Holz da rein. Und das gleiche machen wir dann mit dem Kies. Ach ja, hier muss er auch nochmal aufgebessert werden. Das sieht ja hier auch aus wie Kraut und Rüben. Meine Güte, was haben die alles zersprengt? So, wir haben jetzt gar keine Erde mehr. Geh mal kurz wieder rein. Ich muss doch hier noch irgendwo Erde haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir keine mehr haben. Dann setzen wir erstmal die Türen wieder richtig. So, dann haben wir das hier. Machen wir es mit dem Kies. Das werden wir später noch machen. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Aber wenn wir noch Kies... Schaut euch mal an, wie viel Kies wir noch haben. Dann können wir nämlich gleich noch ein bisschen Erde mitnehmen. 53. Dann können wir nämlich das gleich ein bisschen ausbessern hier. Einmal dieser Schaden hier, den wir hier verursacht haben. Das sieht ja aus... Das können wir ja so nicht lassen. Die anderen, die hier vielleicht mal mit, die hier vielleicht wohnen, andere Leute, die denken sich ja auch, wo wir hier hausen. So zerbombt, wie das hier aussieht. Oder aussah. Jetzt mittlerweile geht es ja schon langsam wieder. Oh, das reicht gar nicht an Erde. Das reicht gar nicht. Wir brauchen noch mehr. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen. Das wäre jetzt schade, wenn wir keine Erde mehr haben. Doch, wir haben noch genug Erde. Das dachte ich mir doch eigentlich, dass wir so wenig haben wir nicht. Einmal weg, komm. So, und jetzt füllen wir das Ganze mal hier aus. Zack, 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 zack. So.
haben uns das größte Elend da hier schon mal wieder beseitigt. Das gleiche machen wir jetzt hier mit dem Kies. Das können wir jetzt hier auch lustigerweise ein bisschen größer ausfüllen. Vielleicht indem wir es einfach mal... Oh, hier ist auch noch alles offen. So, zack, 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 zack. Und dann nehmen wir das Kies und dann machen wir das am besten gleich mal mit so. Sieht auch eigentlich ganz, ganz schick aus, finde ich. Und dann markieren wir das einfach mal. Wieso steht dieses Skelett da noch? So verrückt. Die Nacht ist schon lange... Oh nein. Fängt an zu brennen. Kriege ich den trotzdem? Ja, kriege ich. Glück gehabt. So, Schaufel haben wir hier. Nehmen wir das mal noch kurz ändern hier. Und dann können wir theoretisch eigentlich auch gleich hier mit dem Kies weitermachen, wenn wir hier gerade mal so gut bei der Sache sind. So, dann machen wir das nämlich mal hier. Das kann eigentlich Erde bleiben. Auf jeden Fall die Stellen, die machen wir mit Kies. Das finde ich eigentlich ganz schick, wenn man das mit dem Kies so macht, dann sieht das nicht ganz so... ganz so langweilig aus, finde ich. Dann markiert das ein bisschen den Weg. Zum Beispiel wollte ich den Weg ja jetzt eigentlich zur Höhle runter machen. Das heißt, wir müssen ja noch ein Stückchen. Dort hinten werden die restlichen Fackeln. Da hinten ist dann in der Nähe der Höhle. Wir sind aber jetzt erst hier vorne. Ja gut, das soll ja nur so ein bisschen markiert werden, dass wir hier wissen, wo wir hier lang können. Das heißt, wir nehmen mal